Ein Auto, das komplett von alleine fährt, selber einparkt und auch automatische Spur wechselt. Das war ein absoluter Traum, oder? Das kann zum Beispiel das Tesla Model 3, in dem ich hier gerade sitze. Und ich möchte euch in dem Video mal die geilen neuen Assistenzsysteme vorstellen. Diese Assistenzsysteme sind einfach so traumhaft. Das heißt, ihr könnt hier, ich kann euch empfehlen, das eben auf der Autobahn zu nutzen, auf die Autobahn fahren und dann ja, übernimmt im Prinzip das Auto alles. Es ist wirklich so, das klingt gruselig und viele sagen, oh Gott, ich fahre lieber selber, als dass das Auto das für mich macht. Aber der beschleunigt, der bremst, der wechselt die Spur. Es ist unglaublich. Er hält die Spur natürlich auch. Also ich halte jetzt hier meine Hand am Lenkrad, weil das gesetzlich so vorgeschrieben ist. Aber rein theoretisch müsste ich das gar nicht tun, also aus technischer Sicht, sondern es übernimmt wirklich alles das Auto. Und das macht das Fahren durch diese Assistenzsysteme in den Autos so viel angenehmer auf langen Strecken. Oh, jetzt sagt er, ich soll die Spur wechseln, macht er alles automatisch. Ich muss es nur mit Blinker bestätigen. Kurz ans Lenkrad fassen, damit er weiß, ich bin auch da aus rechtlichen Gründen. So, und? Jetzt hat er automatisch die Spur gewechselt und jetzt steht auch immer dran, wo er gerade hin will. Man sieht es hier also auf dem Bildschirm. Jetzt hält er das hier. Ich muss jetzt hier aus gesetzlichen Gründen natürlich die Hände immer am Lenkrad halten. Ich mache aber nichts, ja? Ich greife nicht ein. So, jetzt bremst er, weil der Vordermann bremst. Ja, ordentlich, aber hat er alles rechtzeitig gesehen und bremst sehr vorausschauend, muss man sagen. Mit einem großen Abstand. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Ne. Oh, oh, da waren wir jetzt aber ein bisschen zu wackelig. Aber er ist wirklich runtergefahren von der Autobahn. Ich war mir gerade nicht sicher. Ist ja alles noch, muss man dazu sagen, in der Beta-Phase. Alles noch in der Testphase. Das steht auch überall deutlich dran. Und Tesla gibt einem da auch Warnungen. Schön ist auch die Spracheingabe. Das heißt, ich kann einfach die Adresse sagen, wo ich hin navigieren möchte. Und das funktioniert richtig gut. Navigiere zu Tesla Service Berlin. Ah, nach so einem geilen Trip jetzt noch perfekt eingepackt. Ja, schaut euch das mal an. Nach vorne der perfekte Abstand. Der Abstand zum Hintermann, erste Sahne. Auch der Abstand zum Bordstein, wirklich phänomenal gut. Ja, ohne Kratzer an der Felge, also so muss das sein. Das ja, hat der Tesla wirklich gut gemacht, das war gar nicht ich. Der kann nämlich auch automatisch einparken, ich zeige euch das mal. Gerade wenn man in so Großstädten ist wie hier in Berlin. Guck mal, ihr seht ihr jetzt hier rechts, ist eine Parklücke. Ja. Dann ist das natürlich genial. Jetzt schauen wir uns das mal an. Ich fahre praktisch einfach nur ein bisschen weiter an dieser Parklücke vorbei. Und jetzt sollte der die scannen. Ja. Und jetzt zeigt er mir hier, seht ihr dieses P an. Jetzt mache ich den Rückwärtsgang rein. So. Drücke auf Start. Und jetzt beginnt die Magie. Hier kann man praktisch live mitverfolgen. Ich mache nichts. Live mitverfolgen, wie der hier, was die Kamera sieht. Hier seht ihr auch, was er erkannt hat. Und hier seht ihr das Lenkrad. Ich mache gar nichts. Auch mit den Füßen mache ich nichts. So. Jetzt korrigiert er nochmal. Das ist schon echt geil. So. Ja, geht nochmal schön nach vorne. Er macht das auch. Also er lenkt zwar, finde ich, relativ schnell, aber dann so bei diesem Vor- und Rückwärtsfahren geht das eigentlich immer ganz angenehm vonstatten, sodass man auch nicht das Gefühl hat, der fährt jetzt gleich irgendwo drauf. So, jetzt korrigiert er nochmal ein kleines Stückchen. Bumm. Und jetzt kommt das Signal. Düm, düm, Autoparken, abgeschlossen. Macht automatisch die Handbremse rein und fertig. Ach, das ist ein Traum. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Jetzt hat mich der Tesla direkt zum Set vom Schnelllade-Video gebracht. Das ist ja komisch. Dann müsst ihr euch jetzt das nächste Video anschauen. Da geht es nämlich um Schnellladen und irgendwie verspüre ich den Drang, mir ein Schokoladeneis zu holen. Mehr dazu in dem Video.